Regionalliga spielen, FCK 2 gegen Saarbrücken. Ich gebe zuerst unseren Gast das Wort, Herr Rübeck, Sie haben das Spiel gesehen. Für uns ist es eigentlich so gewesen, wir haben ja ein relativ schweres Auftaktprogramm, in Anführungszeichen, wobei in der Liga gibt es ja eigentlich die leichten Spiele, das sieht man heute in den Ergebnissen wieder. Wir haben das letzte Spiel zu Hause gegen den Tabellenführer verloren. Man wusste heute hier in der Lautern, dass ja auch nicht gerade leicht ist. Ich muss also zunächst mal vorab sagen, die Mannschaft hat sich aus meiner Sicht sehr gut präsentiert, hat wiederum eine Leistungssteigerung gebracht vom letzten Spiel. Ich habe auch gesagt, dass man 3 Spiele braucht, um wieder auf Kurs zu kommen, weil man einfach hart in der Vorbereitung auch gearbeitet hat. Das hat man heute gesehen, das war wieder Leistungssteigerung. Ich glaube, der Punkt war auch verdient. Mir hatte aus nach der Halbzeitphase, wo man hätte können, vielleicht ein Tor machen. Am Schluss hatten wir natürlich auch Glück. Der FCK hätte aber auch können jederzeit ein Tor machen. Ich glaube aber, dass wir läuferisch und auch vom ganzen Zweikampfverhalten und Taktik sehr gut gearbeitet haben. Es war ein Spiel aus meiner Sicht auf einem hohen Niveau, wo beide Mannschaften sehr intensiv gespielt haben. Für uns war es halt auch wichtig heute mal, nachdem ja im letzten Spiel die Kritik aufkam, wir hätten kein Fußball gespielt, hat man halt auch gesehen, wenn man keine Tabelle für was spielt und der spielt auch kein Fußball, dann sieht man eigentlich, wie schlecht unser Platz ist. Und heute haben wir gesehen, wenn wir auf Münchner Platz haben, können wir mal Fußball spielen. Das heißt, die Trainer und die Mannschaft machen eigentlich ihre Arbeit und es wäre halt jetzt auch mal angesagt, wenn andere Leute ihre Arbeit machen würden, sprich diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass das funktioniert. Und weil ich möchte nicht immer die Sache schönreden, aber das muss ich hier mal klar ansprechen. Weil dann wird auch Fußball der Mannschaft und uns alle ein bisschen mehr Spaß machen. Ansonsten bin ich, wie gesagt, sehr zufrieden und hoffe, dass wir die Leistung noch steigern. Das ist auch möglich. Und ansonsten sind wir als Mannschaft aufgetreten, wie ich gesagt habe. Und war das erwartet schwere Spiel. Danke. Vielen Dank. Fanny, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir haben heute auf eine Mannschaft gespielt, die natürlich ihre Stärken hatte in der Defensive und bei Standardsituationen. Jeder Einwurf von Para war ja wie eine Flanke oder wie ein Eckball. Darauf haben sie sich besonnen. Sie haben einfach darauf gelauert, dass sie Standards, Eckbälle oder Freistöße bekommen. Haben das mit ihrer Routine auch geschickt gemacht. Das war eigentlich die einzigste Gefährlichkeit, die Zweibrücken hatte. Ansonsten vom Spieler aus war es von uns natürlich schon so, dass wir immer wieder versucht haben, Zweibrücken in Unordnung zu halten. Ist uns teilweise ganz gut gelungen. Teilweise muss man sagen, hat sich Zweibrücken und Kaiserslautern heute neutralisiert auf dem Feld. Klar, hätten wir heute das Spiel gerne gewonnen. Umgekehrt sage ich auch, wir sagen in der ganzen Liga, dass es sehr, sehr schwere Spiele sind. Wir haben hier gegen eine Mannschaft gespielt, die auf Tuchfühlung zu uns ist. Die ist heute nicht an uns herangekommen. Und unterm Strich sage ich ein leistungsgerechtes Unentschieden. Im Gegner aus Zweibrücken, alles Gute. Wünsche ich natürlich im FCK. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Dann kann ich das Gespräch schon beenden. Wünsche eine gute Anfahrt.